Wir haben hier, wie jeder sieht, Anna Alex, eine der beiden Gründerinnen von Outfittery, der Firma aus Berlin, die Online-Männer anzieht. Die Jungs telefonieren oder mailen und Stylisten sagen ihnen sozusagen, was sie anziehen sollen, packen es in Boxen, schicken es per Post und der Mann ist glücklich und wenn nicht, dann schickt er es zurück. Hier heute Thema KI, künstliche Intelligenz, Mensch und Maschine. Du hast vorhin in deinem Vortrag über Mensch und Maschine gesprochen, es heißt nicht Mensch gegen Maschine. Wie ist es bei Outfittery? Wer hat da das Sagen? Der Mensch oder die Maschine? Also wir glauben tatsächlich, dass wir das nicht so einfach beantworten können und wir glauben, dass Mensch und Maschine gemeinsam besser sein können als jeweils alleine. Und deswegen werden wir uns nicht für die eine oder andere Seite entscheiden, sondern wir unterstützen unsere Stylisten sehr stark mit Data Science und mit künstlicher Intelligenz. Aber wir glauben an die Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz. Was macht denn Data und seine Intelligenz bei euch? Ja, also das zieht sich eigentlich durch die gesamte Customer Journey. Überall werden im Hintergrund Data Features verwendet. Es fängt schon an, wenn unsere Kunden auf die Webseite, Outfittery kommen, geben sie uns ein paar Daten und werden dann gematcht zu der Stylistin, die am besten auf ihr Profil passt. Oder aber auch, wir machen der Stylistin Vorschläge aus unserem ganzen Assortment, welche Artikel, gute Artikel für den Kunden sein könnten. Was wir aber nicht machen würden, ist, wir würden nicht die Auswahl tatsächlich bei Data treffen, sondern wir lassen dem Menschen immer noch viel, viel Freiraum, selbst zu entscheiden, weil letztendlich braucht es noch menschliche Intelligenz, um dieses sehr emotionale Thema Fashion, ja, was trage ich, was bin ich, was will ich darüber ausdrücken, tatsächlich richtig umzusetzen. Der Bauchaspekt, die Kreativität, die Inspiration, aber auch zum Beispiel die Situation, dass ein Kunde zu uns kommt und eigentlich gar nicht so richtig weiß, was er möchte. Ja? Also es kommt vom Kunden zu uns, wir sagen, ach, irgendwie das neue Jahr hat angefangen, ich brauche irgendwie mal was Neues. So, ja, da kann erstmal ein Algorithmus nicht mehr viel mit anfangen, wenn man sagt, jetzt, ich brauche irgendwann mal was Neues. Neues, ne? Ganz blöd. Ohne Daten, ja? Auf die ich mich stützen kann, so. Finde ich als Algorithmus ziemlich schlecht. Ja, genau. Das ist ein Algorithmus nicht weit hergeholt. Und dann, kann der List aber da sehr viel mehr mit anfangen. Ne? Und kann sich dem langsam nähern, um da tatsächlich für unsere Kunden die perfekte Box zusammenzustellen mit Artikeln, die gut zu ihm passen. Okay. Das heißt, ihr seid eine Fashion Company oder seid ihr eine Tech Company? Gute Frage, Anna Alex von Outfittery live auf Instagram. Danke. Wie heißt das nochmal? Ja, genau. Anna Alex von Outfittery, ja. Sind wir eine Fashion Company oder sind wir eine Tech Company? Ich möchte mich gerade nicht entscheiden. Wir sind beides. Wir sind eine technische Fashion Company. Oder eine stylische Tech-Company. Gut, das ist jetzt die menschliche Antwort, die KI-Antwort wäre eine mit Zahlen. Wie viele Stylisten habt ihr und wie viele Datenexperten? Wir haben 150 Stylisten und 30 Leute, die im Data arbeiten. Und das spricht dann noch eher für eine menschliche Company. Sehr menschliche Company, würde ich sowieso sagen. Vielen Dank, Anna Alex von Outfittery. Vielen Dank, Hagen Seidel von der TW.